Wann kommt dein Frieder wieder? Nächste Woche. Fehlt was? Ja. Frühstück zum Beispiel. Ich dachte, diese Phase hätten wir schon hinter uns. Jetzt musst du nur noch sagen, meine Mutter hat mich falsch erzogen. Es ist keine Milch da. Hat sie auch, wie man sieht. Dieses Wochenende solltest du nicht in der Klinik verbringen. Jessica kommt. Ich hoffe diesmal allein. In ihrem Alter darf sie ruhig einen Freund haben. Ja, aber nicht so einen wie beim letzten Mal. Milch ist sauer. Abspülen. Du kannst dir ja mal erklären, was du dir als Schwiegersohn so vorstellst. Am liebsten gar keinen. Und du? Was machst du heute? Ich? Golf spielen. Mit Tom Eschwege. Mit Tom. Der sollte sich lieber um seinen Verlag kümmern. Dann braucht er sich kein Geld von mir zu leihen. Ich denke, das ist ein Freund von dir. Du hast ihm die 100.000 doch angeboten. Er ist nicht mein Freund. Wie lange glaubst du, stelle ich mir noch vor, dass ihr beide nichts miteinander habt? Das überlasse ich ganz dir. Wie immer. Er schläft auch mit deiner Tochter. Du wolltest es mir nicht glauben, hier hast du den Beweis. Morgen. Oh, ich hab dich gar nicht gehört. Was hat man mir bei der Fremdenlegion beigebracht? Diese leise Treterei. Deine Mutter würde sich im Grabe umdrehen. Wieso? Ich bin doch ganz lieb. Ich mach mein Abitur nach. Führe ein geregeltes Leben. Und dafür, dass mein Vater verschwunden ist und meine Mutter sich totgesoffen hat, ist doch alles in Ordnung. Wie du redest. Du und Mamas Bruder, ihr seid so lieb zu mir. Ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich weiß gar nicht, was du willst. Alles wird gut. Außerdem, ich finde dich richtig peppig. Da muss ich aber lachen. Schon wieder Donnerstag. Ja, Frau Meierhofer, so ist es. Ich muss jetzt mal mit Ihnen reden. Wir sind kein Stundenhotel. Aber Frau
Meierhofer, das weiß ich. Die Leute im Dorf fangen schon an, darüber zu reden. Ja, dann ist das heute das letzte Mal. Wir sind ab sofort gekündigt in diesem ehrenwerten Haus. Weil wir uns wohl fürs nächste Mal eine andere Bleibe suchen müssen. Na komm schon. Soll das eigentlich weitergehen mit uns? Ach du meine Güte. Fang gar nicht mit sowas an. So bis jetzt ist es doch gar nicht schlecht. Dass Frauen immer alles zementieren wollen. Ich will aber nicht mehr so weiterleben. Ich frag dich doch auch nicht, ob du noch mit deinem Mann schläfst. Harald macht das nicht mehr mit. Außerdem ist er sauer auf dich. Wegen dem Geld. Was will er denn machen? Für die 100 Lappen, die er mir geliehen hat, die hat er doch sowieso vor der Steuer gerettet. Da waren wir uns doch einig, oder? Mit denen kann er sowieso nichts anfangen. Ja, hallo, hier ist Jessica Brennecke. Könnte ich bitte meinen Vater sprechen? Ja, ich warte. Ja, hallo, ich bin's. Ich bin jetzt schon einen Tag früher gekommen. Wollte ich dir nur sagen, nicht, dass ihr euch erschreckt. Du, ich kann Papa einfach nicht erreichen. Wo bist du denn? Ich bin auf dem Golfplatz. Tom ist tot. Hallo? Hallo? Hallo.
Also nur ein Schuss und der mitten ins Herz. Mittleres Kaliber. Ein Geschoss haben wir nicht. Das steckt wahrscheinlich im Boden da oben. Wir hoffen, dass wir es mit einem Metalldetektor finden können. Und der Schuss woher? Welche Richtung? Wir wissen es nicht genau. Wir nehmen aber an von da drüben. Ja, da sind Bäume, Büsche, Entfernung etwa 100 Meter. Mit Zielfernrohr kein Problem. Oder siehst du eine andere Möglichkeit? Das kann ich dir sagen, sobald ich was gefunden habe. Gerd, Axel soll rübergehen mit ein paar Kollegen. Hier, den habe ich bei ihm gefunden. Tom Eschwege heißt er. Da drüben sitzt eine Frau. Es ist seine Freundin oder seine Ehefrau. Ich habe sie nicht genau gefragt. Gut. Ach, Leo. Ich bin fertig. Ich sag Servus. Ja, ja, okay. Guten Tag, mein Name ist Kress. Ich bin der Leiter der Mordkommission. Ich möchte Ihnen meinen Beileid aussprechen. Ich bin Judith Banelke. Bitte, wer ist der Tote? Tom Eschwege war sein Name. Ein Freund von Ihnen? Ja, von uns, von meinem Mann und mir. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Da war ein Schuss. Dann, als ich mich umgedreht habe, war Tom auf dem Boden gelegen. Wo waren Sie in dem Augenblick? Hier. Ja, als ich dann hingelaufen bin, dann war er schon tot. Ja, Sie werden es ja sowieso erfahren. Er war mein Geliebter. Hätte er die Waffe aufnehmen können. Ideale Deckung, ideale Entfernung. Schickt mal ein paar Spusis rüber, okay? Verstanden, ich komm gleich mit. Wartest du so lange? Bis gleich. Was machst du denn schon hier? Stimmt was nicht? Tom ist tot. Woher weißt du das? Ich meine, wieso ist Tom tot? Bei Mama. Sie ist auf dem Golfplatz. Jetzt hat sie aber ihr Handy abgestellt. Wo gehst du nur hin? Zu deiner Mutter. Toms Eltern sind auf einer Weltreise mit ihrem Segelboot spurlos verschwunden. Dann gibt's noch diesen Bruder. Seine gescheiterte Existenz. Er war mehr im Gefängnis als draußen. Das ist mein Kollege Heimann, Frau Brennecke. Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Ich habe gerade erfahren, dass Sie jeden Donnerstag mit Herrn Eschwege Golf gespielt haben. Ja. Weiß Ihr Mann von Ihrer Beziehung zu Herrn Eschwege? Nein. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Ja, aber mein Mann ist Chirurg. Der leitet eine große Privatklinik. Also sein Beruf ist, das Leben zu retten. Warum haben Sie das jetzt gesagt? Ja, weil ich sehe doch, was Sie denken. Kann Ihr Mann denn mit Waffen umgehen? Ja, der geht auf die Jagd, aber das ist... Was ist das? Du solltest mir schon sagen, was du denen von der Polizei erzählt hast. Ich habe ausgesagt, dass Tom Eschwege mein Geliebter war. Sie hatten es ja sowieso erfahren. Damit hast du mich zum Abschuss freigegeben. Aber das wolltest du wahrscheinlich.
Nein, das wollte ich nicht. Und dann haben sie dich gefragt, ob ich mit Waffen umgehen kann. Ja. Und, kann ich? Ja. Na toll, das war's doch schon. Sag mal, kannst du eigentlich immer nur an dich denken? Solltest du da reingehen und Bescheid sagen, dass du nicht mehr kommst. Am Donnerstag. Moment mal. So, also jetzt. Und wo? Nikolaistraße 12. Mhm. Mhm. Und sonst? Danke erstmal. Ende. Tom Eschwege hat einen kleinen Verlag, Reiseführer und sowas. Er selbst ist polizeilich nicht aufgefallen, aber sein Bruder. Wir kriegen noch einen Fax mit den Vorstrafen. Das Geschoss haben wir immer noch nicht. Und wenn ich die Hülse finden soll, brauche ich Leute. Und das Gewehr dazu? Na, der geht doch zur Jagd. Wer geht zur Jagd? Na, der Professor, der Mann von Frau Brennecke. Na, das war's dann wohl, oder? Ich glaub's auch wohl selber nicht. Warum eigentlich nicht? Es könnte doch mal ganz einfach sein. Und die junge Frau dabei? Die Tochter von Brennecke. Sonst noch was? Na, irgendeine Einschätzung vielleicht? Ich denk ja nicht dran. Wir sehen uns später im Büro. Wieso eigentlich später? Ihr beide fahrt jetzt zum Verlag von Eschwege und Werner und ich sehen uns die Jagdwaffen von Professor Brennecke an. Wie kommen Sie denn hier rein? Durch die Tür. Wir sind von der Kriminalpolizei. Wer sind Sie? Gerda Nagel, Chefsekretärin. Kann ich Ihnen helfen? Ja, dürfen wir reinkommen? Ja, bitte. Bitte kommen Sie. Bitte. Ist das das Zimmer von Herrn Eschwege? Ja. Warum fragen Sie? Nehmen Sie doch Platz, bitte. Nein, danke. Komm gleich. Kann ich Ihnen was anbieten? Danke, nein. Ist was passiert? Wir müssen Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Herr Eschwege ist erschossen worden. Wir sind hier... Oh, Entschuldigung. Weil er keine Familie hat. Außer seinem Bruder, aber wir wissen nicht, wo der sich aufhält. Das musste ja so kommen. Lass ihn mal. Eschwege? Georg Eschwege? Wie jetzt? Wir suchen Sie schon. Wo sind Sie? Das war der Bruder. Er wollte Frau Nagel sprechen. Jetzt müssen wir wohl. Ah, Moment. Ich schreibe mir noch die Telefonnummer auf, von wo aus der angerufen hat.
Das musste ja so kommen. Wir können das nicht so stehen lassen. Ach, bei seinen vielen Weibergeschichten. Ich habe ihn oft genug gewarnt. Ich habe versucht, so etwas wie eine Mutter für ihn zu sein. Können Sie irgendwelche Namen nennen? Namen? Was denn Namen? Die haben doch immer hier unter irgendwelchen Namen angerufen. Tja, wir müssen ein Protokoll machen. Können Sie morgen ins Präsidium kommen? Jetzt ist es also passiert. Jetzt muss ich mich um seine Beerdigung kümmern. Kommen Sie bitte morgen früh ins Präsidium. 10 Uhr. Mordkommission 2. Es tut uns leid. Wer erbt eigentlich den Verlag? Ach, Tom war doch noch so jung. Hat er ein Testament gemacht? Nein. Sein Bruder wird erben. So wie es aussieht. Oh, der hat vorhin angerufen und wollte Sie sprechen. Mich? Ja. Bis morgen. Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt haben wir noch was zum Nachdenken. Sag auch nie wieder, dass alles ganz einfach ist. Wegweiser Nagel. Tom ist erschossen worden auf dem Golfplatz. Sagt dir Dr. Feller kommen lassen? Nein, ich brauche niemanden. Was starrst du mich so an? Kann ich dich was fragen? Ja, Tom war mein Geliebter. Schon seit Jahren. Es ist gut jetzt. Was soll ich dazu sagen? Ich habe Tom selber sehr gern gehabt. Weiß Papa davon? Ja, weiß es. Geht's jetzt weiter? Möchtest du, dass ich mich scheiden lasse und verschwinde? Oder dass die Moral wieder gerade wiegen? Nein. Was nein? Ich will nicht, dass du weggehst. Das ist ja eine Überraschung. Was ist denn hier los? Ist Jessica schwanger? Das ist eine blöde Frage. Tom ist tot. Erschossen worden. Wieso erschossen? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Wegen nichts wird kein Mensch erschossen. Die Herren haben erstmal meinen Waffenschrank versiegelt. Ihre Waffenbesitzkarte bekomme ich noch. Ja. Bitte. Danke. Das ist Jan Pasteur, der Sohn meiner Schwester. Er lebt bei uns. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten?
Nein, nein, danke. Wir schicken morgen ein paar Kollegen, die ihre Waffen abholen. So dämlich kann doch keiner sein, dass er mit einer Waffe jemanden tötet, die er dann seelenruhig wieder in seinen Schrank stellt. Haben wir alle schon erlebt. Sie möchten sicher gehen. Ja. Ich bringe Sie dann zur Tür. Wir kommen morgen zu Ihnen in die Klinik. Ich will Sie was nicht lassen. Wiedersehen. Wiederschauen. Nee, nee, ist schon richtig. Das ist eine Pension. Aber woher wisst denn ihr das? Ich glaube, ich muss aufhören. Fragen kostet ja nichts. Kriminalpolizei, würden Sie uns Ihren Namen sagen? Nee, wie komme ich denn dazu? Das Spiel ist doof, also. Georg Eschwege. Und jetzt? Als Sie vorhin im Verlag von Ihrem Bruder angerufen haben, da haben Sie nach Frau Nagel gefragt. Nicht nach Ihrem Bruder. So ist das. Ja, ich wollte von ihr wissen, wann mein Bruder wieder zurückkommt. Inzwischen weiß ich es ja. Überhaupt nicht mehr. Das hätte ich Ihnen auch sagen können, aber Sie haben ja aufgelegt. So habe ich das. Wo wollen Sie denn hin? In mein Haus. In das Haus, das unsere Eltern meinem Bruder und mir hinterlassen haben. Furtweg 94. Die Adresse wollen Sie doch sicher wissen, oder? Ja, ja. Wenn ich das richtig sehe, dann hat sich die Situation durch den Tod Ihres Bruders schlagartig verändert. Ja, ich weiß. Sie werden versuchen, mir den Mord an meinem Bruder unterzuschieben. Mit meiner Vergangenheit biete ich ja die besten Voraussetzungen dafür, ne? Trotzdem hätten Sie mir ruhig zum Tode meines Bruders Ihr Beileid aussprechen können. Vorweg 94. Der wird doch nicht so blöde sein, den Liebhaber seiner Frau zu erschießen und das Gewehr dann in den Schrank zu stellen. Irgendwo habe ich das heute schon mal gehört. Na, ist es denn so falsch? Du kannst doch nicht so tun, als gäbe es den Ehemann nicht. Wenn ich an den Bruder von Eschwege denke, da können wir im Moment nur in irgendwelche Vorurteile reinlaufen. Da geht's euch wie uns. Wie fandst du eigentlich den Jan Pasteur, den Neffen von Breinecke? Ja, wie soll ich den finden? Gar nicht. Das einzig Verlässliche sind die Vorstrafen von Eschwege. Körperverletzung, Diebstahl, Nötigung, Urkundenfälschung. Das ist schon verfügbar. Ja, eben. Ich lasse mir gerade aus dem Knast eine Besucherliste von Eschwege zufaxen. An was ihr alle denkt? Ich hab dich eben schon im Voraus gelobt. Ein paar Mal sein Bruder. Und das andere werdet ihr nicht glauben. Gerda Nagel, die Sekretärin. Alle Naslang. Na bitte, unsere Spur kriegt doch Profil. Davon haben Sie beide nichts gesagt. Wir haben die Nagel für morgen früh hierher bestellt. 1-0 für euch. Dann wird ja vielleicht doch noch was draus. Oh, guten Tag. Ich wollte Sie ohne Familie sprechen. Bitte nehmen Sie Platz. Ehe Sie sich in etwas festbeißen. Wir beißen uns an gar nichts fest. Mein Mann ist ein ganz wunderbarer Mensch. Dass unsere Ehe nicht mehr viel taugte, liegt mehr oder weniger an mir. Hatten Sie eigentlich noch andere Liebhaber als Herrn Eschwege? Ja, zum Beispiel Jan Pasteur? Dass ich einen Liebhaber hatte, macht mich in Ihren Augen schon zu Nymphomanin, oder? Trotzdem ist diese Frage nicht ganz falsch. Wenn Sie Ihren Mann als Täter ausschließen wollen. Ja, also Jan Pasteur können Sie vergessen, der ist homosexuell. Und er lebt das auch. Das war der Grund, weswegen er aus der Fremdenlegion geflogen ist. Ach, der war in der Fremdenlegion? Ja, 3 Jahre. Er ist ausgerissen von zu Hause. Sein Vater ist verschwunden, seine Mutter ist Alkoholikerin. Ja, also Tom Eschwege ist jedenfalls der Einzige, mit dem ich meinen Mann betrogen habe. Wie lange ging das schon? Fast 4 Jahre. Ja, Frau Pönnige, wir nehmen das einfach mal zur Kenntnis, dass Sie nicht möchten, dass wir Ihren Mann als Mörder von Tom Eschwege verdächtigen. Ja? So kann man das ausdrücken. Bringen Sie ihn runter. Moment noch. Sie werden es sowieso erfahren. So wie es aussieht, waren Sie nicht die einzige Freundin von Herrn Eschwege. So. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Gerda Nagel und Georg Eschwege. Sag mal, musste das eben sein?
So viel Selbstsicherheit im Zusammenhang mit einem Mord geht mir auf die Nerven. Worüber denkst du nach? Über die weit gestreuten Schicksale der Familie Brennecke. Irgendwann muss da ein Mord passieren, das ist eigentlich logisch. Was passiert eigentlich mit dem Geld, das du ihm geliehen hast? Sag mal, kannst du mal aufhören damit? Als ob das jetzt wichtig wäre. Das kann ich wohl vergessen. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, wie sich dein Vater fühlt. Ich brauche keine Belehrung von dir. Wir haben schon mal angefangen. Ich war auf dem Polizeipräsidium. Und was wolltest du da? Denen klar machen, dass du nicht der Mensch bist, der einen anderen umbringt. Auch nicht, wenn dieser andere Mensch meine Familie zerstört hat. Ja, auch dann nicht. Wie kannst du da so sicher sein? Ihr könnt aufhören. Es ist eigentlich ganz einfach. Zu der Zeit, als auf Tom geschossen worden ist, stand ich mit zwei anderen Ärzten und vier Schwestern im OP und habe operiert. Entschuldigt mich. Ohne Suchgerät ist das Geschoss auf dem Golfplatz nicht zu finden. Aber wir haben die Hülse. 7x64, Jagdmunition. Und ziemlich genau von der Stelle, wo du gestanden hast. Sehr gut. Tja, mein Urgroßvater war Medizinmann. Guten Morgen. Nee, kein guter Morgen. Doch. Wir haben die Hülse. Der Herr Professor hat seine ganze OP-Mannschaft antreten lassen. Das war ein Ding wie eine Fernsehshow. Als Eschweger erschossen wurde, hat er operiert? Ich weiß nicht, was ihr erwartet habt. Das weiß ich auch nicht mehr. Sag mal, gibt's in dem Saftladen keinen Kaffee? Kaffee schon, Saft weniger. Vielleicht hat der Professor ja auch jemanden für den Mord angeheuert. Hörst du bitte auf? Sag mal, dass die Kollegen die Hülse gefunden haben, das interessiert euch gar nicht. Ja, ja, doch. 7x64, Fabrikat RWS, ein typisches Jagdkaliber. Ja, kann ich sehen. Und wo ist Frau Nagel? Wann sollte die hier sein? Um 10. Und den berüchtigten Georg Eschwege, den möchte ich auch sehen. Nicht anrufen, abholen, herbringen. Ich fand's da. Noch was, Leo. Ja? Der Professor muss nicht selbst geschossen haben. Axel, du wiederholst dich, ich hab's ja verstanden. Frau Nagel, das ist gelogen. Allein beim letzten Aufenthalt von Georg Eschwege in der Strafvollzugsanstalt haben Sie ihn 20 Mal besucht. Wenn Sie das wissen, warum fragen Sie dann? Wir untersuchen den Mord an Ihrem Chef, Frau Nagel. Ich habe ihn ein paar Mal im Gefängnis besucht, weil er ein armer, verlassener Mensch ist. Was wollen Sie daraus ableiten? Na, gar nichts. Ich stelle mir nur die Frage, warum Sie mich belogen haben. Das ist es. Guten Tag, Frau Nagel. Bin gleich wieder da. Tja, Frau Nagel.
Jetzt sind wir schon wieder ein Stückchen weiter als gestern. Wir sind uns eigentlich bis jetzt nur deswegen noch nicht begegnet, weil Mord und Totschlag in Ihrem Leben noch nicht vorgekommen sind. Und Sie meinen, das ändert sich jetzt? Mal sehen. Fangen wir mal mit was ganz Einfachem an, mit Ihrer Beziehung zu Frau Nagel. Sie wollten doch mit ihr gestern sprechen am Telefon. Frau Nagel ist ein liebenswerter, freundlicher Mensch, der mir sehr geholfen hat. Seit ich wieder raus bin aus dem Knast, sind wir zusammen. Ich liebe Sie. Was ist? Sind Sie nicht zufrieden mit meiner Aussage? Ich denke, Sie wollen ein Protokoll anfertigen. Ich habe nicht ewig Zeit. Jetzt wiederholen Sie noch mal, was Sie mir eben gesagt haben. Ich habe Ihnen gesagt, dass du ein liebenswerter Mensch bist. Dass wir zusammen sind, seit ich wieder aus dem Knast bin und dass du mir sehr geholfen hast. Ja, und dass ich dich liebe. Ist das richtig so? Ja. Warum haben Sie das nicht gesagt? Weil sie sich geschämt hat wahrscheinlich. Frau Nagel? Nein, weil sie das nichts angeht. Und da irren Sie sich aber, Frau Nagel. Herr Heimann wird jetzt ein Protokoll mit Ihnen machen und Herr Richter mit Ihnen. Kommen Sie. Haben Sie was dagegen, wenn ich das aufnehme? Was ist schon, wenn ich Nein sage? Wenn Sie uns hinterher nicht laufen lassen, dann will ich einen Rechtsanwalt. Nee, nee, wir lassen Sie laufen. Es geben sich solche Mühe und ich weiß gar nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Zum Beispiel sowas wie, wusste Ihr Bruder von Ihrem Verhältnis zu Frau Nagel? Oder warum sind Sie nicht gleich nach Ihrer Entlassung in das Elternhaus gegangen? Mein Bruder hat mich nicht mehr reingelassen. Ist jetzt 20 Jahre her. Na bitte. Ist doch schon mal was. Kennen Sie Professor Brennecke? Wen? Den Chirurgen. Nee. Gut. Also dann fangen wir mal an. Wie jetzt? Diese Spielchen sind doof, das habe ich Ihnen schon gesagt. Also Name, Wohnhaft, Geburtsdatum. Sie wissen doch, wie ich heiße. Ich heiße Georg Eschwege, bin 1952 geboren und wohne Fürthweg 94. Zufrieden? So, da bin ich wieder. Was lässt du mich denn so lange warten? Das ist eine komplizierte Geschichte, Leo. Hey, was ist kompliziert? Ich habe einiges über Brennecke erfahren. Ja, dann sag's mir doch am Telefon. Nein, das geht nicht. Ich muss dich unbedingt treffen. Also gut, wo? Ich würde vorschlagen, Odeonsplatz. Ja. Okay, bis gleich. Leo, bevor du da hinfährst, solltest du was wissen. Wo fahr ich denn hin? Na, Gerd meinte zu Brennecke. Hm, du hast ja gut drauf. Leo, der Professor hat vor 3 Tagen 50.000 Mark von der Bank abgehoben. Und vor einer Stunde nochmal 100.000. Sag was. Was gab's denn für einen Grund, da nochmal nachzufassen? Hat Axel doch gesagt. Es könnte sein, dass der Professor nicht selber geschossen hat. Was überlegst du? Werner in der Bank. Wer hat dir das verraten? Es ist eine rein private Beziehung. Aber wenn's ernst wird, müssen wir das natürlich auf dem Dienstweg regeln. Na ja, jetzt wird's ja ernst. Bis nachher. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin hier nur der Wachhund. Alle anderen sind nicht da. Kann ich trotzdem reinkommen? Kommen Sie. Danke. Sie kennen sich ja schon aus. Die Gewehre meines Onkels sind nicht mehr da. Ja, ja, ich weiß. Bitte? Aber wenigstens lerne ich auf die Weise auch Sie kennen. Ich bin, wenn Sie so wollen,
das schwarze Schaf der Familie. Aber ich bin dabei, ein ordentliches Mitglied dieser Gesellschaft zu werden. Ich mache mein Abitur nach. Und was war vorher? Das wissen Sie doch längst. Fremdenlegion und schwul. Eine Nummer zu viel. Danke. Wovon leben Sie denn jetzt? Ich meine finanziell. Mein Onkel gibt mir 500 Mark im Monat. Akademisch nennt man das einen Wechsel. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Tom Eschwege? Gar keins. Aber von seinem Verhältnis zu Frau Brennecke haben Sie gewusst? Das war ja nicht sehr schwer. Ich wusste gar nicht, dass du da bist. Hallo, Herr Kress. Ich hatte mich ein bisschen hingelegt. Tja, so schnell sieht man sich wieder. Ja. Nehmen Sie doch Platz. Danke, es lohnt nicht. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Kennen Sie den Bruder von Tom Eschwege? Herr Professor. Wie kommen Sie darauf, dass ich den kennen müsste? Bitte beantworten Sie meine Frage. Dieser Berufsverbrecher. Nein, tut mir leid, kenne ich nicht. Wissen Sie, wo Ihre Frau und Ihre Tochter jetzt sind? Die wollten die Beerdigung von Tom Eschwege vorbereiten. Ich denke, das macht Frau Nagel, die Sekretärin von Herrn Eschwege. Ich habe keine Ahnung. Na ja, das war's dann erstmal. Danke. Bitte. Und meine Waffen? Wann bekomme ich die wieder? Ganz schnell. Mit Ihrem Alibi. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Chris hier. Ich möchte, dass beide ab sofort observiert werden. Professor Brennecke und Georg Eschwege. Ja, jetzt sind sie da aufgescheucht. Ja. Ja, Moment. Hat Werner Riedmann das nicht gesagt? Der hat vorher und nachher Geld von der Bank abgehoben. 150.000, ja. Wer wartet auf mich? Alleine. Bin gleich da. Ende. Was war das denn bitte? Sprichst du jetzt nicht mehr mit mir? Was meinst du? Die können sich auch vorstellen, dass du den Mord am Liebhaber deiner Frau in Auftrag gegeben hast. Wieso? Vielleicht ist ihnen dein Alibi zu perfekt. Hast du das Negativ des Fotos von Tom und meiner Tochter vernichtet? Ja. Was wollen die von mir? Frau Brennecke, wenn Sie bitte kommen würden. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte gerne mit Herrn Kress alleine sprechen. Das muss Herr Kress entscheiden. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Bitte, bitte nehmen Sie Platz, ja. Wie kommen Sie eigentlich mit Ihrem Cousin aus? Jan Pasteur? Ist das für die Ermittlungen wichtig? Jo. Gar nicht. So, da bin ich. Ich denke, Sie sind mit Ihrer Mutter unterwegs. Ich möchte gerne mit Ihnen alleine sprechen. Das möchte ich aber nicht. Ich hatte auch ein Verhältnis mit Tom Eschwege. Und ich will nicht, dass meine Mutter das erfährt. Das würde ihr sehr wehtun. Ist das Ihre einzige Sorge? Wieso? Damit gehören Sie zu den Verdächtigen. Ich hätte doch nicht herkommen brauchen. Ja schon, aber Sie hätten Tom Eschwege aus Eifersucht erschießen können. Wie haben Sie sich denn immer mit ihm getroffen? Naja, die Hotelfachschule, in der ich bin, die ist nicht weit weg von hier. Und Herr Heimann wird jetzt ein Protokoll mit Ihnen machen. Ja, gut. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich habe Tom nicht umgebracht. Das würde Sie doch in jedem Fall sagen. Was sagst du denn dazu? Wie ist denn nun das mit dem Alibi von Georg Eschwege? Das Ganze vergessen, der war in der Stadt unterwegs. Sag mal, kannst du dir vielleicht eine Kombination Brennecke-Georg Eschwege vorstellen? Na, was glaubst du wohl, für wen Brennecke das Geld auf der Bank abgehoben hat? Na also,
Sie observieren beide. Viel Zukunft haben wir beide nicht. Sag das nicht. Vom Verlag verstehe ich etwas. Und von der Liebe auch. Du hast da die beiden da draußen im Wagen gesehen. Ich stehe schon unter Beobachtung. Wenn du jetzt gehst, kannst du ein ruhiges Leben haben. Mein Leben war ruhig genug, bevor ich dich kennengelernt habe. Sag mir bitte, dass du Tom nicht getötet hast. Ich habe meinen Bruder nicht getötet. Ja, ist ja gut. Hauptsache, ich funktioniere, damit dir das Geld nicht ausgeht, nicht? Stör ich? Nein. Wo bist du gewesen? Ich möchte, dass der rausgeht. Was für so viele neue Sitten ein? Jan gehört zur Familie. Ich bin schon weg. Der in unserer Familie zu suchen. Ihr geht mir langsam auf die Nerven. Alle! Alle! Es war auf dem Polizeipräsidium. Und? Was wolltest du da? Die Wahrheit sagen. Und was ist die Wahrheit? Ich habe seit über einem Jahr auch ein Verhältnis mit Tom Eschwege gehabt. Ich möchte euch beide nicht mehr sehen. Dem wirst du brauchen für deine Nerven. Jessica hat der Polizei gestanden, dass sie auch was mit Tom hatte. Sag, dass das nicht wahr ist. Dann wird die Polizei Jessica jetzt auch verdächtigen. Das könnte dir so passen. Soll ich Nein sagen? Du solltest Nein sagen. Brennecke? Ich denke, Sie wollen einfach nicht. Ja, ich bin ja schon unterwegs, Frau Dr. Wagner. Immer melden. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Der Georg Eschwege rührt sich gar nichts. Frau Nagel und er sitzen immer noch in der Küche. Und sonst? Tja, Brennecke ist auf dem Weg in die Klinik, so wie es aussieht. Und Mutter und Tochter sitzen zu Hause. Warum fährt er jetzt noch in die Klinik? Visite?
Und? Wie soll es jetzt weitergehen? Das weiß ich auch nicht. Komisch. Ich habe überhaupt kein Mitleid mit Papa. Ich leih mir dein Auto. Was passiert jetzt? Was jetzt passiert, die gehen wahrscheinlich ins Bett. Bist du so nervös? Mann, wo bleibt die Ablösung? Wird schon kommen. Ja, hoffentlich. Sind schon da. Wo ist sie? Da ist er ja. Ah ja, da ist der Professor. Wieso? Ist er schon da? Was ist denn jetzt los? Du kriegst gleich das Gewehr, das zu deiner Patronenhülse passt. Ja, ja, ich höre. Na gut, dann bringt ihn rauf. Pasteur hat auf Brennecke geschossen. Danke, Ende. Brennecke ist tot. Ja, bitte? Rein, bitte. Danke. Sie können uns allein lassen. Ich möchte, dass Sie mir die Handschellen abnehmen. Nein. Herr Pasteur, ich nehme Sie fest wegen des Mordes an Ihrem Onkel Harald Brennecke. Möchten Sie einen Rechtsanwalt? Haben Sie dazu überhaupt nichts zu sagen? Was wollen Sie hören? Reue? Da können Sie lange warten. Wir lassen gerade untersuchen, ob aus dem Gewehr auch auf Tom Eschwege geschossen worden ist. Sie brauchen sich nicht anstrengen. Ich habe mit diesem Gewehr Tom Eschwege erschossen. Im Auftrag meines Onkels. Und Ihr Onkel? Warum musste der sterben? Würden Sie mir bitte das Blut abwischen? Aua! Er hat mich um 150.000 Mark betrogen. 300.000 waren ausgemacht für den Tod von Tom. Er hat auch meine Mutter betrogen. Mit ihrem Erbteil hat er seine Klinik gebaut. Sie hat es nie verwunden. Deshalb hat sie sich mit Alkohol umgebracht. Das hat ihn nicht interessiert.
Ihr nehmt das Geständnis jetzt zu Protokoll. Ja, und du? Ich fahr zu Frau Brennecke.